Und hier heißt euch Stardust33 willkommen zu einem neuen Let's Talk. Ja, die Let's Talk-Reihe lebt noch. Zu eurer großen Verwunderung, so, OMG, der Idiot macht das immer noch. Ja, er macht es immer noch und er ist auch richtig froh darüber. Und wer ist unser nächster Gast? Nun, es ist kein geringerer als der Herr. Zocker Krishan. Ja, willkommen Krishan. Schön, dich mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Na, wie fühlst du dich denn so gerade? Nach langer Abstinenzzeit bei YouTube mit mehreren Wochen endlich wieder voll fit, voll motiviert und ja, wie man die sieht, auch unterhaltsam mit dabei, denke ich mal, hoffentlich. Davon gehe ich doch einfach mal aus. Sehr schön, ja, gut, das, was du jetzt gerade kurz angeschnitten hast, darauf kommen wir ja gleich noch zu sprechen. Erstmal eine allgemeine Info, ja, dieses Let's Talk ist wie immer euer gewohntes Interview. Ich stelle unsinnige Fragen und er antwortet unsinnige Antworten darauf. Oder ich stelle unsinnige Fragen und er antwortet darauf, dass ich mal wieder wie der Depp dastehe. Diese Möglichkeiten haben wir. Also. Das war dann Sarkasmus. Sarkasmus? Ja, dann Sarkasmus, genau. Also das war nicht sarkastisch gemeint. Ey, egal. Nein, wenn du mir eine Frage stellst und ich mache diese Frage lächerlich mit meiner Antwort, dann nennt man das Sarkasmus. Oder einfach nur rumblöden. Naja, wie dem auch sei. Bevor wir uns jetzt hier anfangen, hier über grundlegende Dinge des Lebens zu diskutieren, was die Hälfte der YouTuber nicht versteht, gehen wir doch einfach mal zu unserem Interview über. Oh, ich krieg wieder Ärger, ich sehe schon. Ach, und ich muss noch was richtigstellen. Gronkh, du bist von mir aus der bekannteste Let's Player. In Ordnung. Aber bitte, dann sag es doch gleich. Gut, jetzt dieses kleine Stückchen weg, was eigentlich mehr Sarkasmus beinhaltet, als eine Flasche Milch beinhaltet. Gut, wollen wir den guten Gronkh sein lassen und wir legen jetzt mal los mit unserem Let's Talk. Weißt du, was mir irgendwie übrigens auffällt? Was denn? Ich habe gerade kaum ein Video, wo ich Gronkh nicht erwähne. Ja, stimmt, das ist schon ziemlich krass. Ich wollte es gerade sagen, es gibt kein Video irgendwie in letzter Zeit, wo Gronkh nicht erwähnt wird, ne? Du hast mir gerade meinen Gedanken ausgesprochen. Irgendwie schon. Gronkh, ich liebe dich. Ja, also, wo war er? Scheint ja auch ein netter Mensch zu sein. Nur halt seine Playstream jetzt nicht so viel. Aber er scheint halt nur ein netter Mensch zu sein. Also, wenn ich mal eine Chance hätte, mit dem mal eine Runde zu schnacken, ich würde die sofort nutzen. Ah ja, natürlich. Ich meine, komm, wenn er jetzt herkommt, ja, komm, willst du mal runter? Ich habe ja auch ein paar Videos von ihm mal gesehen. Das ist schon ganz cool. Aber gut. Ich denke mal, im Laufe des Interviews wird noch ein anderer als Per-Name fallen. Aber machen wir später. Ach komm, das wissen wir doch alle, wer. Naja, du zumindest nicht. Ich sehe schon, irgendwann wird noch Gronkh kommen und wird mich fragen, du, warum erwähnst du mich eigentlich die ganze Zeit? Nee, schon wieder Gronkh. Ja, natürlich. Ja gut, wenn wir jetzt schon beim Thema sind, dann kann ich es jetzt noch sagen, bevor es nachher wieder drauf kommt. Der Spruch auch wirklich hundertprozentig passt, ja? Also, so, jetzt fangen wir doch einfach mal an mit unserem Interview, nachdem wir jetzt 3 Minuten für unsere Zuschauer schon mal genommen haben. Also, Krishan, es ist ja so, du warst ja jetzt eine sehr lange Zeit abwesend. Ich denke, das waren so 2-3 Monate, waren das sicherlich? Warte mal, Moment. Ende November bin ich ja nach Pyongyang für eine Woche. Das war halt diese Jobdings, was ich da versucht habe. Genau, dann warst du ja nochmal da. So, dann war ich nochmal in Berlin und dann ging erst raubenweise private Probleme los. Die haben sich dann wirklich bis, Ende Januar haben die sich hingezogen. Und dann, ab Februar ging es dann endlich wieder los. Ja, Anfang Februar ging es endlich wieder los. Also, was passiert gewesen ist. 2 bis 3 Monate, sagen wir jetzt einfach mal. Ja, leider. Genau. Möchtest du uns so ein bisschen erzählen, also was du erzählen möchtest, was denn da so vorgefallen ist? Ich hab's ja mal in Gran Turismo 2 Video auch gesagt, was da los gewesen ist. Das erste Ding ist gewesen, dass mein Internetanbieter aufgehört hat, meine Rechnungen vom Konto zu buchen und hat sich dann natürlich alles ziemlich gesammelt, weil ja, hat ja Probleme mit dem Amt hier, auch noch Probleme mit dem Amt gab, die haben ohne regelmäßig gezahlt, kennt man ja alles, ne? Dann hatte ich leider, hat mir mein Stromanbieter versehentlich meinen Strom abgeklemmt, wo ich dann nach 4 Wochen oder so mal raus einen Zettel im Briefkasten hatte, wo drin stand, oh, wir haben den falschen Zähler erwischt, tut uns leid. Ja, ganz kurz. Beinahe explodiert wäre. Ganz kurz eingeworfen. Und zwar, du, ich meine, ganz mal ehrlich, die haben dir aus Versehen den Strom abgeklemmt. Ich meine, wie konnte so ein Fehler passieren? Ich meine, du heißt ja wohl anders als jemand anders. Ja, weil die der Meinung waren, dass ich komischerweise in dieser hier mit dem Haus wohne, 2 Wohnungen habe, was natürlich totaler Schwachsinn ist. Wie sind die darauf gekommen? Das kann ich leider nicht beantworten. Ich wünschte, ich könnte es zumindest, war mein Ziel leider falsch, haben sie mir wieder angeklemmt. Und dann, muss ich sagen, habe ich immer richtig selber Schuld gehabt, eine Sache, die ich sehr bereut habe. Dann gab es wieder eine Stromabklemmung, weil auch
durch die ungenauen Abbuchung auch mein Stromanbieter nicht abgebucht hat, und ich habe mich da nicht schnell genug drum gekümmert. Und naja, dann ist Cover passiert. Ne? Die haben natürlich schneller reagiert, als ich mir besser gesagt, anders gesagt, bis mir bewusst wurde, dass ich zu lange gezögert habe, und die war schneller als ich. Und ja, da hat sich das natürlich alles so ein bisschen hingezogen. Ich habe aus der Scheiße gelernt, ich bin ja erwachsener hervorgegangen aus dieser ganzen Sache, und ja, jetzt geht's vielleicht wieder vorwärts. Zum Glück bin wieder voll dabei, denn ich habe in der Zeit, wo ich jetzt nicht aktiv gewesen bin, eine Menge gelernt über mich selber, über meinen Kanal, und das darüber hat sich hoffentlich inzwischen so positiv, wenn ich hier wieder gewendet, denn ich habe eine Menge Views verloren, eine Menge Abonnenten verloren, und ja, ich habe die Kurve wieder gekriegt und starte wieder voll durch. Okay. Gut, ich denke mal, ich kann auch für die Zuschauer natürlich auch sprechen, wenn wir natürlich sagen können, wir sind froh, dich natürlich wieder erstmal willkommen zu heißen. Bin Oder wieder da zu zurück, sein. willkommen zurück zu heißen, sagen wir es mal so. Ja, ich bin froh, wieder da zu sein. Das ist die ganze Sache. Okay. Jetzt hätte ich da doch die brennende Frage. Du hast ja gemeint, du bist, ich sag mal, Erwachsener aus dieser Situation hervorgetreten. Könntest du uns da vielleicht erläutern, ob sich das auch auf deine Let's Plays ausgewirkt hat? Im Großen und Ganzen werden sich Leute bestimmt erstmal fragen, wieso Erwachsener? Ich sag mal, also ich kann jetzt nur so viel sagen. Wahrscheinlich habe ich bis zu dem Zeitpunkt, wo diese große Wendung für mich kam, doch alles doch ein bisschen zu sehr von der kindischen Seite her gesehen, was wahrscheinlich daraus kommt oder daher kommt, dass ich nicht so eine schöne Kindheit hatte und ich den versucht habe nachzuholen. Ja, und die große Wendung ist halt gewesen, halt durch dieses Abklemmen, dass ich natürlich jetzt doch erwachsen geworden bin und man sich als Erwachsener natürlich auch um viele Dinge kümmern muss. Und ja, das war halt bewusst geworden. Aber ich sage immer, lieber spät als nie, und ich habe daraus gelernt. Ich habe mit sehr bitter bereut, die Strafe war wirklich hoch, was doch nachvollziehbar ist, und ich habe mir auch geschworen, sollte irgendein Mensch daherkommen und mir deswegen auch noch Vorwürfe machen, dann werde ich auf jeden Fall, wenn es sein muss, auch mal jeweils sprechen lassen müssen. Denn wenn ich eins hasse in meinem Leben, und das ist wirklich eine ernste Meinung, eine ehrliche Meinung, wenn man einen Fehler bereut hat, dann hat man die bereut. Das ist eine Strafe, die man erduldet hat oder erdulden musste, und wenn man dennoch Vorwürfe kriegt, dann ist das einfach mal eine ziemlich miese Sache. Das hört sich einfach nicht. Und mir schon, wenn da einer kommt und mir Vorwürfe macht, dann gibt er richtig, richtig böse. Ja. So hart wie Also, klingt, das ist so. ganz kurz, dass ich das auch nachvollziehen kann. Also, angenommen, du hättest jetzt, was weiß denn ich, du bist jetzt dann da, ich versuch's mal so darzustellen, du bist jetzt, einfach angenommen nur, du bist jemand fremdgegangen. So, die Frau hat dich verlassen, du hast es bereut. Und jetzt dort käme ich zum Beispiel danach, was schon danach war, ja, würde dir jetzt auch noch sagen, oh Christian, wie konntest du nur unüber. So in dem Stile? Meinst du das so? Oder habe ich da was falsch verstanden? In etwa, man kann nur ein Beispiel nennen. Ich habe jetzt nur zugeben, dass ich Scheiße gebaut habe. Wenn dann der ankommt, hey, du hast Scheiße gebaut, dann fällt dir ein, du hättest du besser machen müssen, dann ist das einfach mal zu viel, weil. Also, wenn ich nachträglich hinkomme und dir dann auch noch Sieht man nicht jetzt so. Vorwürfe mache, das meinst du? Und um auf Ah, okay. der Frage jetzt zu kommen, wie sich auf meine Let's Plays auswirkt, also ich persönlich empfinde, dass ich wieder erwachsener klinge. Ich laber wieder viel mehr Blödsinn, weil die Leute ja halt auch gerne lachen. Ich habe. Was für mich ganz wichtig war, mein Kanal aufgeräumt. Ich habe viele Videos gelöscht, mit denen ich unzufrieden war, auch welche, die wirklich gute Aufrufe hatten. Zum Beispiel, weil es halt auch alle Sachen waren, wo ich viel ausprobiert habe, weil ich wissen wollte, wo mein Weg mich führt, und waren halt Sachen, die halt scheiße gelaufen sind. Unter anderem sind das angefangene Projekte gewesen, die ich nicht beendet habe. Einfach, weil halt nicht meine Sachen so gewesen sind. Das andere ist, ich habe Videos gelöscht, wie zum Beispiel Zocker Krishan schaut Filme, habe ich runtergeschmissen. Das ist halt nicht so meins, wie ich gelernt habe, auch wenn vielleicht gut ankam bei einigen weiter. Und ich habe jetzt erkannt, wo meine persönliche Stärke drin liegt, und das sind Rennspiele. Und deswegen Let's Play gerade zur Zeit neben Gran Turismo 2 auch Test Drive Unlimited. Und ja, ach ja, und auch die ganzen Kanalgründungen, die ich gemacht habe, haben davon gezeugt, dass ich halt nicht wirklich wusste, was ich wollte. Ich Okay, wollte also du halt. hast. Ja. Achso, ich wollte halt mit verschiedenen Mitteln halt viele Zuschauer erreichen, und das war halt mein Fehler gewesen. Also Oh. könnte man das so ein bisschen beschreiben als ein Herantasten an verschiedene Genres, also nicht nur im Let's Play, aber auch in verschiedene Videogenres. Ich sag mal zum Erkunden, welche Art von Video dir liegt, was macht dir Spaß, was bringt dir Viewer. Jetzt mal doof gesagt dazu. Gut, jetzt hätte ich noch eine Frage und zwar zu dem damaligen, ich sage jetzt schon damaligen Projekt, Zocker Krishan schaut Filme. Oh Das ja. ging ja, ich glaube, 5 Folgen, 4, 5 Folgen Ja, lang oder fünf Folgen in der, fünf Folgen waren es? genau, ich glaube, fünf Folgen waren es, oder sechs.
Ich glaube, 6 waren nicht mit dem letzten Video. Und zwischen den Videos lagen beim Hochladen auch wirklich, glaube ich, auch mehrere Wochen mit unter anderem, zwischen 4 und 5 oder so. Da habe ich dann versucht, das Format selbst nochmal etwas zu ändern, aber es hat dann auch nicht so wirklich was gebracht. Deswegen habe ich das beendet und habe es zwar runtergelöscht. Genau, und da hätte ich jetzt noch die Frage, also ich selber kann ich auch sagen, also ich habe das eigentlich ganz gern geschaut, also ich jetzt als Zuschauer, der sich das ganz gern angeschaut hat, ich sag's mal aus der Sicht, ich denke mal, das war wahrscheinlich bei dir dann vor allem mangelnde Motivation, denke ich mal, warum du das so gehe ich jetzt von aus, oder ist Ja, es eine andere? das ist halt so, also ich habe das Gefühl bekommen, dass auch wenn man sagt, dass man nur seine eigenen Gefühle bei Filmen ausdrückt, dass die Leute dennoch irgendwie eine gewisse Professionalität erwarten, wenn man Filme von Filmen erzählt und die kritisiert, und die Erwartung konnte ich halt nicht erfüllen, weil ich halt nun mal kein professioneller Filmkritiker bin, und es gibt eh schon genug Leute, die das besser machen, als ich gewohnt der Meinung war. Und wie gesagt, das war nicht meine Stärke. Ich habe mich angefangen, immer mehr unzufrieden zu fühlen, und deshalb mussten die Videos halt runter. Das war halt eine Aufräumaktion. Alles, was sich bei mir schlecht angefühlt hat, wo ich der Meinung war, bei mir, ich fühle mich unwohl, das ist schlecht, habe ich gelöscht. Und deswegen, das ist auch der Grund, warum ich die Kanäle gemacht habe. Zum Beispiel jetzt der Christian LP, den ich jetzt als mein hauptsächlich Vlog- und LKW-Interview-Ding jetzt machen werde. Aber zumindest in der Hinsicht meinen zweiten Kanal von dir jetzt wirklich lasse. Der Rest war halt alles bloß Sachen, ja, wirklich halt nur Selbstfindung war und was eigentlich schief gelaufen ist. Und deswegen will ich die ja wieder löschen, aber ich komme nicht mehr rauf, weil YouTube die Passwörter nicht mehr unterstützt, und ich komme auch per E-Mail-Adresse nicht mehr ran. Das heißt, die dümpeln jetzt vor sich hin und ich kann sie nicht löschen, weil das würde ich mich jetzt noch besser fühlen, wenn ich wüsste, dass der Scheiß weg ist. Okay, also dann wissen wir das jetzt auch, warum. Also das Problem war nochmal ganz kurz angesprochen, dann lasse ich das Thema. Also Krishan schaut Filme, hast du jetzt eben aus genannten Gründen beendet. Sag mal, ich kenne mich da jetzt nicht so aus, du kennst dich da besser aus. Also es gibt wahrscheinlich, also wie du es gesagt hast, sehr viele wirklich professionelle Kritiker. Meinst du, da hat man als, ich sag mal, Hobbykritiker, nenne ich es jetzt mal, hat man da kaum noch Chance in dem Gebiet? Bei Filmen. Kommt auf die Präsentation an. Also die meisten Leute lieben ja Filme, und ich denke mal, wenn man das gut präsentiert, dann hat man da sehr schnell viele Abonnenten, weil es gibt ja Millionen von Filmen, über die man erzählen kann, und von daher ist es ein breites Spektrum. Und wenn man das gut präsentiert, dann passt das auch. Ich muss sagen, ich habe ja jetzt nur in der Kamera gesprochen, und ich glaube, das ist dann nicht doch so, als was die Leute erwarten. Also die warten dann doch schon ein bisschen mehr. Nur die kann man auch die Filmtrailer einspielen lassen, aber heutzutage ist es so, die YouTuber sind verwöhnt, die erwarten absolute Professionalität, am besten gleich so Video, was tausendmal geschnitten wurde und so weiter. Und das ist halt nicht so meins, und deswegen denke ich mal, ja, das war halt, wie gesagt, im Großen und Ganzen war die Selbstfindungsphase. Was will ich machen, was wollte ich, und ich habe jetzt meine Stärke gefunden, und die ziehe ich jetzt auch durch. Ich werde noch so einige Rennspiele spielen, das steht auf jeden Fall schon mal fest. Spielst du auch Super Nils Kart 64? Ja, wenn es das Spiel gibt, warum nicht? Ich muss dringend ein Spiel entwickeln. Also, wo waren wir stehen geblieben? Okay, du hast mich jetzt indirekt auch schon auf ein anderes Thema mal ein bisschen weitergeleitet. Und zwar eins, ich denke mal, das ist für die Zuschauer interessant. Gehen wir mal weiter zur, ich nenne es mal Kategorie YouTube. Weil wir haben ja, es gibt ja so viele Entwicklungen auf YouTube, so viele schlechte, so wenig gute. Ey, ich meine natürlich so viele gute, so viele schlechte. Ja, genau. Auf jeden Fall kein Sarkasmus. Auf jeden Fall, ja. Mir ist da mal wieder was aufgefallen. Ich tue ja für meine Let's Talks immer so ein bisschen die Augen aufhalten. Und du hast das indirekt angesprochen. Oder eigentlich sogar direkt. Leute erwarten immer mehr Professionalität. Also die orientieren sich ja immer mehr an großen Professionellen, zum Beispiel jetzt gerade mit deiner Christian Short Filmereihe oder wir beide als Let's Player oder wenn ich jetzt eine Review bald mal mache, wahrscheinlich mich dann auch vergleichen mit AVGN oder so. Denkst du, ich frage das mal so, denkst du, fast jeder YouTuber ist wirklich an Professionalität orientiert? Also auf Deutsch, vielleicht für die Zuschauer, die es vielleicht auch jetzt nicht ganz verstanden haben, weil ich ja manchmal etwas undeutlich rede. Ich schaff's ja immer wieder erfolgreich, um den heißen Brei herumzureden, Ja, obwohl ich's komm auf den eigentlich will. Punkt, genau, komm auf den Punkt. Auf den Punkt, ich gehe aufs Dreieck. So. Au, gepaunt. Nein. Auf jeden Fall, ich drück's mal so aus. Denkst du, die Masse, der größte Teil der YouTuber
geht jetzt, will nur noch wirklich Professionalität, knallhart. Es muss alles, wie du gesagt hast, tausendmal geschnitten sein, super gute Quali, super gute Witze. Meinst du jetzt als Zuschauer? Ja, genau. Also ich meine jetzt, denkst du, die Zuschauer wollen da immer mehr das haben? Ja, weil ich der Meinung bin, ich habe letztens bei irgendjemandem, ich glaube bei meinem derzeitigen Lieblings-YouTuber, zu dem kommen wir auch noch zu sprechen, der hat ein Gespräch gehabt, einen großen YouTuber, und der hatte bei sich als Gast einen sehr großen YouTuber, der sich wirklich auskennt mit, und da haben die auch gesagt, dass das halt die Zielgruppe ist, die auf sowas steht, mit diesen schnellschnittenen Videos. Und zwar, ja, wie gesagt, es geht halt um die Zielgruppe, dass dann halt, wenn unter 14- bis 16-Jährige sind, die so erwarten, und wenn man dann, sagen wir als Erwachsener, durch die Videos die Zielgruppe nicht anspricht, wenn man das nicht machen möchte, dann ist klar, dass die Views ausbleiben. Ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass wirklich die meisten Let's Plays oder die meisten Vlogs von Leuten geguckt werden, die noch wirklich zum größten Teil, nicht alle, aber zum größten Teil unter 20 sind. Und die brauchen halt diesen moderneren Scheiß, in dem irgendjemand in Lichtgeschwindigkeit seine Vlogs macht. Und ich finde, das war halt ein guter Einwand, als er gesagt wurde, dass das halt wirklich die größte Zielgruppe ist. Und man sieht es auch an den Kommentaren. Es gibt mehr Kommentare, die beschissen geschrieben sind, als welche, die wirklich auf Rechtschreibung und Grammatik achten. So einfach ist das. Ja, das ist ja allgemein bekannt, dass Grammatik nicht unbedingt ein weit verbreitetes Phänomen auf YouTube halt ist. An dieser Zielgruppe, die halt auch genauso schnell wie möglich Kommentare schreiben wollen, damit die auch sofort gelesen werden. Du meinst zum Beispiel gerade Fragen an den großen YouTuber oder, ja. Oder irgendwelche sinnlosen Lebensgeschichten, die kein Mensch interessiert, was weiß ich. Sowas meinst du? Ja, zum Beispiel, ich glaube, Rainer Schauder hat immer so schön gesagt hier, wie zum Beispiel Al-Blali, der in Lichtgeschwindigkeit durch seine Videos rast. Ich denke, okay. Das ist genau das, worauf Leute abfahren. Ich habe letztens auch ein Video gesehen, da hat jemand das auch gemacht, und der hat das richtig extrem übertrieben. Der hat dann, glaube ich, bei fast jedem Satz hat er einen Schnitt drin gemacht, und das konnte ich mir echt nicht mehr angucken. Das war mir einfach zu viel. Wenn ich was zu sagen habe, dann kann ich das auch am Stück machen. Das ist bequemer zum Zuschauen, finde ich, weil wenn du ständig Szenenwechsel hast, dann kannst du dich einfach nicht festlegen. Dann bist du voll auf Adrenalin irgendwann, und dann kriegst du irgendwann eine Macke. Bei mir war es das so. Also wenn ich jetzt Vlogs sehe, dann würde ich gerne Vlogs sehen, wo das wirklich einen Fluss hat. Wenn jetzt Malschnitte drin vorkommen, klar, warum nicht? Das ist eigentlich ganz witzig. Ich sag mal so im Stil, wie Dr. Wissen das macht, so in der Richtung, diese Vlogs haben mit dem Witz und die Schnitte. Das ist genau richtig. Das ist nicht zu oft, und man kann sich auf das Wesentliche konzentrieren. So fliegt ihr jetzt okay. Okay. Jetzt noch eine andere Frage, mal gerade auf uns beide als Let's Player mal ein bisschen das Beispiel nochmal, jetzt die Frage von vorher, nochmal ein bisschen auf uns als Let's Player bezogen, mal ganz kurz. Ich bin ja Retro-Spieler, du bist ja Rennspieler, sag ich jetzt mal, hauptsächlich im Moment. Ja. Ich denke, in dem Genre gibt es viele, ich sag mal, professionelle, in Anführungsstrichen, vertreten. Ich meine, was ist professional beim Let's Playen? Man kann es ja im Endeffekt nur technisch meiner Meinung nach ausmachen. Aber gut, das ist eine andere Seite, die kommt später. Denkst du, und das, ich frage mal so, angenommen, jetzt hat du hast deine Abonnenten, ich habe meine Abonnenten, wir sind glücklich darüber. Denkst du, sehr viele Leute, die Let's Plays schauen, vergleichen, gerade kleinere Kanäle wie wir, ganz direkt mal mit einem großen Kanal? Und ich werde jetzt nicht sagen, welchen YouTuber als Beispiel. Oh, das wissen nicht, ob die das vergleichen. Ich vermute immer schon, dass die an den ganz großen den Maßstab sich nehmen, weil halt die Leute die meisten Aufrufe haben und die meisten Bewertungen. Ich denk mal, habe ich auch schon in den Comics geschrieben, dass das halt leider der Maßstab ist, den man sich daran messen muss, weil das ist nun mal ja der größte Teil. Und ist halt immer so, dass man, wenn man irgendwas an irgendwas Maßstab nimmt, sich an dem nehmen muss, was am meisten polarisiert. Und sind immer die ganz großen, die halt, weiß ich nicht, mindestens 100.000 Aufrufe haben und 1.000 positive Bewertungen und so weiter. Ja gut, aber ich meine, wenn du jetzt mal die Faktoren dazu berechnest, wann wurde der Kanal erstellt, wurden sie gepusht oder nicht und so weiter und so fort, kann man dann immer noch den Maßstab, der ist ein großer YouTuber, dann immer noch so verwenden, wenn man jetzt wirklich viele Faktoren, die grundlegend sind, mit einbezieht? Oh, das sieht immer dumm an, sein. Wenn das jetzt die Antwort auf die Frage erst mal 5 Stunden später einfällt. Lassen wir es einfach. Ich kenne doch, ich weiß nicht, wie das ist, wenn man gepusht wird. Also allerdings, weil man selber so pushen, okay, aber für mich sind heutzutage Let's Plays nicht der Grund, dass man sich pushen lässt, sondern dass man es halt auch aus eigener Kraft schaffen sollte.
darin liegt die Stärke inzwischen, weil einfach der Markt dafür zu übersättigt ist. Wenn man aber dann Let's Plays macht und dann anfängt, also mal hervorzustechen aus eigener Kraft, ohne dass man gepusht wird, dann kann man sagen, hat man auf jeden Fall Talent und er hat der Typ das auch wirklich verdient, anstatt sich von irgendjemandem großen pushen zu lassen. Wenn die Leute bloß hingehen und sagen, okay, sagen wir jetzt mal als Gronkh oder Sarrazar oder sonst wer, die haben ja jetzt den Post, jetzt gucken, jetzt abonnieren wir den mal gleich und gucken den uns ab und zu mal an. Ich weiß nicht. Also, wie gesagt, meine Meinung ist, der Markt und der PR-Markt ist inzwischen so dermaßen übersättigt, dass es eher eine Leistung ist, von selbst herauszustechen, als sich pushen zu lassen. Genau, und da kommt jetzt die zweite Frage von mir in der Richtung. Und zwar angenommen, jemand lässt sich jetzt zum Beispiel durch meinen wohl anscheinend liebsten Let's Player, Gronkh, pushen. Er kommt so oft, wie ich ihn erwähne. Sag mal, da muss ich ja irgendwann mal jetzt noch bei jedem meiner Tags, sage ich schon, bei jedem meiner Thumbnails ja eigentlich noch einen Gronkh mit einem Herzchen drumherum schreiben. Angenommen, ich würde mich jetzt von ihm pushen lassen. So, ich habe jetzt dort 100.000 Abonnenten, der Kanal läuft an und plötzlich kriege ich dauerhaft gute Views. Jetzt nehmen wir das mal so an. Ich bin oben. Ja, also sagen wir, ich komme dadurch richtig hoch, ja. Denkst du, sowas ist auch aus eigener Kraft überhaupt noch möglich? Weil du hast ja gesagt, wir haben einen übersättigten Markt. Es gibt massige Let's Plays. Ich denke mal, ich stelle dir da gleich mal zwei Fragen. Erstens, denkst du, man schafft es überhaupt noch aus eigener Kraft hervorzustechen? Und also unter der Berücksichtigung, dass man jetzt, dass wir das Glück mal weglassen, weil das ist klar, mit Glück geht alles. Und die zweite Frage habe ich jetzt fast schon vergessen. Und jetzt habe ich sie erfolgreich vergessen. Also. Hervorragend. Deswegen beantworte mal die erste, während ich überlege, was ich nochmal fragen wollte als zweites. Also, ob man es wirklich noch schafft, sich also herauszustechen. Ich bin der Meinung, ja. Wenn man sich im Internet gut präsentiert, also wie zum Beispiel auf solchen sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter, dann ist es tatsächlich möglich. Man muss halt, es kommt halt darauf an, wie man seine Videos präsentiert. Darauf kommt es an. Das ist halt auch sehr wichtig. Wenn man wirklich gut zu unterhalten weiß, dann kann es sein, dass es vielleicht ein bisschen dauert, aber man kann sicher sein, wenn man sich treu bleibt, dann schafft man es auch, wenn man sich im Interview präsentiert, wo halt viele Leute sind. Weil wenn einer was mag, zum Beispiel bei Facebook, der teilt er das, dann sieht er mitunter in der Nähe, der nächste, der sich mit unterhalten fühlt, der das mag und so weiter und so, macht dann halt seine Runde. Gut, da frage ich mal so, Marketing, ist das heutzutage für einen YouTuber allgemein jetzt? Also ich denke mal, das wird auch auf andere treffen, aber gehen wir jetzt nochmal, nein, gehen wir lieber mal auf Let's Play direkt, wir sind ja dabei gerade. Denkst du, Marketing ist das A und O gerade, vor allem bei einem übersättigten Markt? Oh ja, Marketing ist verdammt wichtig. Du weißt, jeder weiß, wie wichtig Werbung ist. Wir können hier raussehen, ohne dass wir irgendwo Werbung sind. Werbung ist verdammt wichtig für sich und seinen Kanal zu machen. Auch hier ist wieder meiner Meinung nach die Präsentation entscheidend. Wie präsentiere ich mich? Das ist wie bei der Bewerbung. Ist genau das Gleiche. Wie bewerbe ich, oder wie kann ich den Arbeitgeber davon überzeugen, dass er mich nehmen soll, nicht andere? Darin liegt die Kraft. Sieht Fällt mal mir eins. metaphorisch die Let's Player-Sache wie eine Bewerbung. Du siehst Milliarden von Bewerbungen, aber sind halt nur 1, 2, 3, 4, sag jetzt mal, übertrieben mit bei, wo du sagst, den will ich für mich haben zum Gucken. Und das ist eigentlich eine sehr gute Metapher, wie ich finde. Ja, das ist auch ziemlich treffend und beantwortet vor allem meine Frage ziemlich gut sogar. Und jetzt hat vielleicht ein Tipp an unsere Zuschauer. Was würdest du jetzt angenommen? Weil ich denke mal, es sind sicher auch ein paar Let's Player darunter, die vielleicht nicht ganz so groß sind, vielleicht auch schon größer sind. Ich weiß es ja nicht. Ich kenne ja meine Abonnenten jetzt teilweise nicht direkt persönlich. Was hättest du für die so als Tipp, wenn sie sich jetzt vermarkten würden oder sagen würden, hey, Marketing, ich könnte das mal probieren. Was hättest du für Tipps für die? Was könnten die machen? Also erstens auf jeden Fall, also wollte gerade sagen, verdammt. Erstens ist mal, wie gesagt, die Präsentation. Aber das Wichtigste ist, sich selbst treu zu bleiben, sich auf seine Stärken zu besinnen. Was kann ich gut, wo kann ich am besten mit irgendwelchen dummen oder manchmal unterhaltsamen Sprüchen die Leute zum Lachen oder zum Grinsen bewegen. Das ist wichtig. Nicht dit machen, was die meisten erwarten oder so, einfach sein eigenes Ding durchziehen. Einfach, Moment, ich hab's gleich. Einfach, ja, sich auf seine Stärken besinnen. Welche Spiele kann ich am besten spielen? Und am besten ist, auch wenn jetzt vielleicht auch viele sagen, spiel, was du willst, auch wenn es tausendmal Let's Played wurde. Wenn du heute Spiele erwischst, die jetzt noch nicht so oft Let's Played wurden und die außergewöhnlich sind, dann hast du viel bessere Chancen, weil auch wenn viele Leute
ich spiele immer wieder Spiele, die schon draußen bei Let's Played wurden. Irgendwann haben es die Leute echt satt. Da ist es völlig egal, wer die Spiele präsentiert. Irgendwann können sie die Leute einfach nicht mehr sehen. Ist einfach so. Deswegen muss ich seine Stärken mehr sind, was kann ich am besten spielen. Und dann sollte das eigentlich schon mal ein guter Start sein. Und wie würdest du das dann, also angenommen, wir haben jetzt halt, jemand macht das jetzt, der besinnt sich auf die Stärken, sagen wir mal, der ist gut in Mega Man, so, ich tue das jetzt mal auf mich einfach mal Ja. beziehen. So, ist gut in Mega Man, spielt Mega Man, Mega Man Hex, vielleicht auch Mario Brothers und so, auch wenn ich dann mal ja versage, aber ist egal. Okay, das haben wir jetzt so stehen. Was würdest du dann empfehlen? Ich meine, wie sollte ich mich zum Beispiel vermarkten? Sollte ich mir ein Intro erstellen? Sollte ich irgendwie Werbung schalten in meinen Videos oder das erstmal lassen oder weißt du, so meine ich Ich das. Was würdest du dazu empfehlen? muss sagen, Intros, naja, also Intros, wenn man mag, auf jeden Fall. Ich habe da jetzt, sag mal, eine Meinung des Verstandes und eine Meinung, ne, jetzt persönliche. Ich sag mal die Meinung des Verstandes. Natürlich kann jeder seine Videos so machen, wie er will. Wenn er unbedingt ein Intro machen möchte, bitteschön. Die böse Arschloch-Meinung, die ich dann eigentlich nur für mich selbst vertrete, ist, dass das meistens halt einfach nur tierisch auf den Sack geht, dass dann die Leute sich so übelst die Fett-Intros einverlassen und dann die Videoqualität nicht gerecht wird. Aber du musst, wie gesagt, jeder für sich selber wissen. Ich persönlich bin ein Freund der einfachen Sachen, der einfachen simplen Sachen, weil damit kann man auch eine Menge bewirken. Sieht man auch an meinen Thumbnails. Meistens halt nur irgendeine olle dumme Schrift drin. Und ich finde, das macht auch schon ein bisschen was her, als wenn ich mir mit Photoshop 30 Stunden Arbeit mache, um was auszuschneiden, was zusammenzufügen und so weiter. Also man kann, ich sag's mal so, man kann es auch übertreiben. Wenn ich daran denke, dass meine Thumbnails eine Minute brauchen, wie jetzt gerade bei Mega Man 5, in dem Bild von Mega Man 5 schreibst du da so 33 drauf, bin zufrieden. Ja, wie gesagt, auch simple Sachen können wunderbar unterhaltsam sein, wenn man sie richtig macht. Also so ist es ja nun nicht. Und das vergessen einfach viele. Viele sind der Meinung, viele, viele Stunden Arbeit ist gute Qualität. Aber wie gesagt, im Let's Play-Bereich sind einfach nur die jetzt hier wird einfach nur die eigene Persönlichkeit, die man in seinen Videos rüberbringt. Das ist das Allerwichtigste. Und daher würde mich jetzt aber Folgendes interessieren. Du sagst es ja gerade, Let's Player, als Let's Player muss man seine Persönlichkeit hineinbringen. Viele Let's Player, viele Persönlichkeiten. Wie kann ich jetzt als Let's Player hervorstechen, also herausragen aus diesen ganzen massigen Persönlichkeiten? Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja Tausende, Zehntausende von Persönlichkeiten. Wie kann ich da hervorstechen? Ja, Also deiner Meinung nach. da muss ich mich da halt wiederholen. Ist einfach, wie gesagt, die Selbstpräsentation und wie du dich gibst, also wie du kommentierst. Also du denkst, also und ich sollte da gar nicht jetzt hingehen und irgendwie noch sagen, Leute, guckt mal, ich kann über Bienchen und Blümchen singen, sondern einfach dir selber treu bleiben, dein Ding durchziehen und Richtig, dann wird das kommen. genau das. Okay. Gut. Jetzt noch die letzte Frage zu dem Themenbereich. Also meinerseits, natürlich, wenn du irgendwelche Fragen oder was zu sagen hast, sag es. Ja klar, kein Ding. Und zwar, jetzt angenommen, ich bin jetzt soweit, ich habe jetzt, gut, ich zum Beispiel, ich habe jetzt 329 Videos oder was oben. Gut, manche davon auch nicht gelistet, aber das hat ja Grund, das habe ich schon erwähnt, das tut jetzt nichts zur Sache. Echte 52. Das bleibt auf jeden Fall oben. Vor allem das Besoffene. Also, und zwar, angenommen, so, ich bin jetzt halt hier fertig, ich weiß, ich bin jetzt gut in Mega Man, ich mache Mega Man, zum Beispiel, oder Mario und so weiter, ich mache diese Retro-Spiele. So, ich habe mir ein schickes, gut, Intro bin ich jetzt auch nicht so der Freund, aber sagen wir mal, ich habe mir ein schickes Intro zurechtgelegt. Ich habe Thumbnails, wo ich persönlich sage, es zeigt, was ich spiele, es zeigt, mein Name gut ist. Das werden die Leute mögen oder eben nur sehen, ah, der spielt Mega Man 5. Ist ja, darum geht es ja hauptsächlich in Thumbnails, dass ich sehe, was die Person macht. So, jetzt kommt der letzte Schritt. Jetzt muss ich natürlich auch gucken, dass ich Leute an Land kriege, die meine Videos schauen und auch regelmäßig schauen. Wie würde man sowas anstellen? Ja. Du musst nicht deine geheimen Techniken, die du von Meister Nils nicht gelernt hast, zeigen, aber so kleine Ich glaube, da Tipps. muss man sich die Frage stellen, ob die Leute überhaupt noch Let's Plays gucken wollen, regelmäßig in Abständen. Das ist schwer. Ich finde, da fällt mir jetzt gerade nicht so wirklich eine Antwort ein, wie man Leute dazu bringen kann, dass sie die Videos regelmäßig schauen. Weil ja, jeder hat da schließlich noch sein eigenes Leben.
Nein, ich meine nicht, dass sie sich das regelmäßig anschauen. Ich will darauf hinaus, wie man überhaupt Leute kriegt einfach. Ach Wie man so. an Abonnenten kommt, wie man. Ich meine jetzt außerhalb davon, dass man selbst ist. Ja. Ich meine eher so vom Wie Marketingtechnischen. Soll ich schon. Facebook-Seite machen oder Twitter alles Also, wie zutwittern ich oder? vor ein paar Minuten schon sagte, Facebook und Twitter sind eine gute Alternative. YouTube greift jetzt nicht bei Twitter rum. Aber ich war ja einst bei Facebook, habe mich da wieder runtergelöscht. Warum ist jetzt eher, möchte ich jetzt nicht sagen. War jetzt Das unschön. Und trotzdem bin verstehe ich jetzt wieder da gelandet und in einer Gruppe beigetreten, um meine Videos wieder zu posten. Denn, weil ich von Facebook habe zu erwähnen, ich habe ja halt auch, um mal jetzt mal kurz zum Anfang zurückzukommen. Auch die Kanäle, die öfter, weil ich von vorne anfangen wollte, bis mir klar wurde, dass es eigentlich ziemlich feige ist. Es ist nicht, in meinen Augen war halt feige, neue Kanäle zu gründen. Die größte Herausforderung bestand für mich jetzt oder besteht für mich jetzt darin, wieder die Abonnenten wieder zurückzugewinnen. Also daher und von daher ist Facebook und Twitter oder sind Facebook und Twitter auf jeden Fall gute Alternative, um für sich zu werben. Weil gesagt, wenn eben das dir fällt und die viele Schmecker getroffen werden, dann tut der nächste das auch noch liken und der nächste auch noch teilen und dann wieder Ja, teilen. das Denn, ist das Lauffeuer, dann wo ich teilen dir das dann geschrieben zweite sind habe. dann wie gesagt diese Lauffeuer und wenn dann wirklich gut bei den Leuten ankommt, wenn man sich hebt, dann ist alles kein Problem, dann schafft man auch wirklich, wie gesagt, aus eigener Kraft wieder hochzukommen. Deshalb man Ah, muss halt nur den okay. Geschmack der Leute treffen und deshalb, wie ich schon in dem Video von dir geschrieben habe, bei dem Mega Man Video, ich habe inzwischen eine neue Let's Player gesehen und angeguckt und die haben mir nicht gefallen, weil die halt monoton in der Kamerasprache am Matze gerade machen, wo sie gerade hinrennen. Und ich glaube, das wollen die Leute einfach nicht. Ich persönlich bin der Meinung, aus fester Überzeugung, dass die Leute immer noch mit mir wissen, grinsen und ihr wissen, lachen vorm Rechner sitzen wollen um den Alltag zu vergessen. Das am besten mit Lachen. Lachen befreit. Das ist nun mal eine Tatsache, die kann man nicht abstreiten. Da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Und wenn man das weiß und die Leute wirklich sich amüsieren und sich und ihn abfeiern vom Rechner, dann ist man eigentlich auf dem guten Weg, sich einen Namen zu machen. Ich denke, zu dem Thema diskutieren, da werde ich mal eine Runde einberufen, zu genau dem Thema. Und ich glaube, dann werden wir einiges zu klären haben. Aber gut, das ist eine andere Sache. Also auf Deutsch, du denkst, wenn ich jetzt sage, ich rede jetzt mit Krishan. Er ist sehr lustig. Das findest du, denkst du jetzt halt, kommt nicht so gut an, wie wenn ich jetzt hingehe. Ja, und da ist wieder der Krishan, der schwätzt mit uns wieder die Geschichte vom heißen Schaf. Also darauf wird es Blöd echt so eine gesagt. an darauf wird es echt eine Antwort, wenn ihn er so klingt, anstatt er kommt, der Ritz so, da willst du noch eine Antwort drauf haben, ich bitte dich, ist nicht dein Ernst, Ich oder? weiß nicht so recht, ob ich eine Antwort drauf Das ist will. doch nicht dein Ernst, Machen oder? wir weiter mit dem Let's Talk. Der Sarkasmus, der stinkt zum Himmel, genauso wie meine 14. Glaube, die Frage hat sich gerade von selbst beantwortet, oder? Ja, genauso wie der 40 von selber erledigt hat. Also, machen wir mal weiter. Ach ja, gut, gehen wir doch mal weiter. Also, wir haben die YouTube News hiermit auch geschafft. Krishan, du musst nicht mehr lange durchhalten. Ach, du wirst Du gerade noch ein hast es bisschen ver. hier, ich bin gerade richtig mittendrin, ey. Ach, seht ihr, wie schön er meine Texte ablesen kann? Ach so, entschuldige, halt, das Schild muss ich dir noch hinheben. Und übrigens, spiel nicht so mit deinen Fesseln da, ja, weil das geht sonst kaputt. Ich hab hier gerade ein Haargummi um eine Senfdose gesponnen, ja, also. Verdammt, warum habe ich seine Fände nicht festgebunden? Naja, gut. Nee, ohne habe ich gerade Also. wirklich gemacht. Naja, solange er jetzt nicht anfängt, aufgrund meiner wunderschönen Stimme, ach, egal. Wollen wir weitergehen zum nächsten Thema? Also noch habe ich Hosen an, keine Angst. Das Wort noch gefällt mir nicht. Wurde absichtlich so gewählt. Na, selbstverständlich. Okay, gehen wir noch mal ein Stück weiter. Mal was auch die Zuschauer interessiert. Du hast jetzt gesagt, du möchtest ja jetzt ein bisschen mehr auf Rennspiele übergehen. Oh ja, da liegt meine Strecke drin. Autorennspiele haben Also. mich immer interessiert. Und denk mal, da nicht momentan, da hielt man drin, weil ich habe jetzt vor kurzem angefangen mit Test Drive Unlimited. Ich habe so ein Lieber und so eine Lust drauf gehabt, und das hört man auch, wenn ich da meinen Blödsinn erzähle, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt, wenn ich mich jetzt nicht irre, noch keinen einzigen Dislike bekommen habe. Also das will ja schon mal, auch weil jetzt nur zwei sind pro Video, ist das scheißegal, aber das will ja schon mal was heißen, oder? So, Mindestens zwei Zuschauer. Memo an mich selbst. Fragen 1, 2 und 3 streichen. Die hat Christian schon beantwortet. Ah, super. Gehen wir weiter. Das war jetzt gerade auch wieder ein bisschen ironischer. nein. Okay. War gut, ein paar Fragen hast du mir echt vorweggenommen. Und zwar jetzt, was ich noch fragen wollte. Du wirst ja deinen Schwerpunkt jetzt erstmal auf Rennspiele legen. Werden trotzdem noch ab und zu andere Kleinigkeiten kommen oder wirst du sagen, okay, diese anderen Sachen, da gehe ich lieber mal beim Stardust War 33 mit oder mal lieber bei wem auch immer jetzt noch mit? Oder sagst du, nee, ich tue auch vielleicht mal, wenn ich Lust habe, mal was anderes machen? Ich weiß ja Also nicht so recht.
Ich versuche jetzt schon ein bisschen abwechslungsreich zu sein, also abwechslungsreicher. In der ich spiele jetzt natürlich nur Tesla Unlimited und Gran Turismo 2. Gran Turismo 2 habe ich ja im Moment zur Zeit pausiert, weil ich ja für meinen Krisch IP-Kanal halt schon einige Gäste für meinen LKW erwarte. Ich glaube, am Samstag sollte jemand mit mir aus Österreich sprechen, wenn das klappt. Nö, aber ich werde jetzt halt, wie gesagt, Vlogs mache ich jetzt, dann nenne ich jetzt halt Krischans Verbal-Ejakulat, weil Vlog alleine war mir zu langweilig, der Begriff. Und ich werde ab und zu mal, ich habe noch mehr Rennspiele drauf, wie man bei mir sehen hat hier, wie zum Beispiel Race Driver Grid, ein paar Driftrennen habe ich jetzt hochgeladen, oder Flatout, wie die Stunts da mache, mal so kurze Videos hochgeladen. So was kann man ab und zu mal reinhauen, um ein bisschen Abwechslung drin zu bekommen. Ich finde, das lockert die ganze Sache so ein bisschen auf. Zwischen den regulären Let's Plays. Das macht mir Spaß und das steigert auch meine Laune wieder auf die Haupt-Let's Plays, weil ich mich dann nicht verpflichtet fühle, immer ein und dasselbe zu machen. Deswegen kommen meine Videos jetzt nicht so ganz regelmäßig hoch, sondern ich glaube zwischen dem letzten Test Drive Unlimited Part, ich inzwischen war knapp eine Woche oder so. Aber geht auf jeden Fall weiter. Und wenn es weitergeht, dann bin ich auf jeden Fall wieder mit richtig geiler Laune mit dabei und dann geht das wohl richtig los mit Scheißelabern in den Videos. Haha, ja, so wie ist er, der Christian, Und wie wir mögen ich uns finde, doch. so ist es richtig. Ich muss selber natürlich jetzt zufrieden sein. Alles Tatsachen, die ich vorher natürlich selber schon gewusst habe, aber mir ist halt noch bewusster geworden. Und den ziehe ich jetzt auch eiskalt durch. Ob es den Leuten gefällt oder nicht, ob sie mögen oder nicht, ist mir in der Hinsicht vollkommen wurscht. Aber wie gesagt, ich habe mir letztes Jahr wirklich mehr positive Bewertungen als negative. Und das ist ja wohl, denk mal, der Beweis dafür, dass ich es richtig mache. Ja, davon können wir ja dann eigentlich ausgehen. So, die nächste Frage von mir ist genau jetzt erstmal das. Werden wir trotzdem dich noch öfters mal als Gast woanders sehen oder wirst du sagen, nee, ich werde jetzt da mich ein bisschen mehr zurückziehen bei Gästen? Das ist jetzt die Frage. Also erstmal du bei anderen. Erstmal nur Also du bei anderen. ich sag mal so, wenn mir die Kanäle gefallen und die Leute möchten, dass ich dabei bin, gerne. Wobei mein großer Wunschtraum natürlich und mein großer Wunsch, muss ich jetzt Du mal, darfst den Namen sagen. ja, mein großer Wunsch ist ja einmal im Talktruck neben Harald Frenkel zu sitzen. Das ist ja mein großer Wunsch, da würde ich sofort ja sagen. Aber ich glaube, mein Kanal bietet noch nicht genug Abwechslung. Aber deshalb gucken wir lieber zu, was da wie andere Leute interviewt. Bevor jetzt vielleicht irgendwelche Leute denken, ja, der macht das ja bloß wegen Abo kriegen und Aufrufe. Nein, tatsächlich nicht. Ich finde nur, ich habe in Harald Frenkel ist halt für mich jetzt der Let's Player, mit dem ich mich am besten identifizieren kann. Ja, das ist wirklich total, irgendwie total doof. Darf ich mal ganz Also, kurz einschreiten? Moment. Guck mal seine Videos an und kommentiere die auch mal regelmäßig, ja? Und ich denke mir jedes Mal, nee, jetzt kommentierst du mal nicht, lass sie mal in Ruhe, sonst denkt ihr noch, du stalkst den. Aber immer wieder, ob es nur Kommentare von anderen Usern sind, die ihn schauen, oder ob er im Video irgendwas sagt. Mann, ich komme einfach, ich muss immer irgendwie wieder meinen Senf dazu, obwohl eigentlich gar nicht wollte. Es ist einfach stärker als ich. Und ja, wie gesagt, er ist halt der LP, mit dem ich das am meisten identifizieren kann. Der ist wirklich er selber, er ist sehr unterhaltsam und seine Abo-Aufrufe und seine Videoaufrufe, die sprechen ja wohl eine Zeit für sich. Also der macht alles genau richtig. Also ich fühle mich da immer gut unterhalten. Und ich muss sagen, bevor ich meistens meine Aufnahmen mache, schaue ich mir mindestens 1, 2, 3 Videos von ihm an, um wieder gute Laune zu kriegen. So, um mal ganz kurz einzuschreiten, ich weiß nicht, wie Christian das macht, aber er schafft es jedes Mal, fast jedes Mal, für andere Kanäle Werbung zu machen. Ja, ey, war jetzt keine Werbung. Das ist nur eine Tatsache, die ich einfach mal auf den Tisch legen muss. Das ist keine Werbung. Das war jetzt auch mehr ironisch. Und die zweite Sache, er muss sich immer vor Leuten, die ihm am Arsch vorbeigehen können, rechtfertigen. Das reicht doch, wenn ich die Porn. Nein, Ja, nein, 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 egal. es ist keine Rechtfertigung. Ich muss es einfach nur mal loswerden, weil es halt eine Sache ist, so wie geht empfindet. Das ist keine Rechtfertigung. Das ist halt meine Empfindung und die Rede und die spreche ich halt aus. So einfach ist Moment das. kurz, Moment kurz. du bist ja voll scheiße, du bettelst doch nur für Abo, Mann. Mir fällt, warte mal, was ist noch so ein Haterspruch? Verdammt. Verdammt, ich bin zu blöd zum Haten, das gibt's doch nicht. Also gut, gehen wir weiter, bevor ich mich hier noch lächerlich mache. Wie zu spät? machen wir weiter. Nein. Ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? Vor lauter Hater, Fail, Haten, Kacke, was auch immer. Gut, springen wir mal weiter. Frisch gestärkt und warum blinkt mein Handy? Weil das aufgeladen ist. Danke, Handy, für diese sehr hilfreiche Information. Was denn? Das ist für mich was Großartiges. Aber wie gesagt, um nochmal Und noch mal festzumachen, wie gesagt, das ist meine Empfindung, das ist keine Rechtfertigung, meine Empfindung, wie ich das fühle, und das spreche ich halt aus, so einfach ist, das ist keine Rechtfertigung.
Also, habt ihr gehört? Alles schön zum Stardust Sword 33, schön Videos gucken, das hat er damit sagen wollen. Geil, also, das hast du nicht gehört, was ich geflüstert habe. Nein, natürlich nicht. Gerade jetzt in dem Moment hat den Tinnitus dann gerade jetzt wieder vorbei ist. Was für ein Zufall, nicht wahr? Ach, die moderne Medizin. Also, gut. Jetzt noch zu einer letzten Thematik. Dann machen wir für heute erstmal Schluss und machen das nächste Mal weiter. Entweder in einer neuen Interviewrunde, in einer Diskussionsrunde, wir wissen es ja noch nicht, wohin uns die heilige Gottheit des Porzellans uns leiten mag. Und zwar folgendes. Ich habe ja jetzt wieder angefangen, also ich war ja auch in Winterpause. Mhm. Ich habe das, also war recht spät angekündigt, da ich so eine Woche bevor ich das wieder losgelegt habe, lassen wir das mal so stehen. Ich habe jetzt ja wieder losgelegt, ruhiger Anfang, jetzt geht's ja dann los. Wird es bei dir irgendwann auch sowas geben, so eine Art Winterpause? Und egal, ob jetzt ja oder nein, was denkst du über solche Pausen? Und also jetzt zum Beispiel auf mich bezogen, ich war absolut demotiviert durch den ganzen Winter und so, und jetzt kommt Sonne und du bist wieder hypermotiviert. Also ich sag mal so, wenn man unmotiviert ist, dann sollte man auf keinen Fall weitermachen. Ja, die Leute, wie gesagt, deine Stimme wuchs ja oft auf deine Videos aus. Und wenn du unmotiviert bist und davor so, dann wollen die Leute das natürlich auch nicht sehen. Wie gesagt, ist halt wieder dieser Knackpunkt, die Leute wollen einfach unterhalten werden. Und mit Monotonie erreichst du das ja nicht. Das ist einfach so. Weil du dabei bist, du fühlst dich schlecht und du musst eine Pause machen, dann machst du halt eine Pause. Allerdings sollte das zu oft auftauchen, dann sollte man sich wirklich fragen, ob das wirklich das Richtige ist, was man machen möchte. Ne? Also wenn das nur mal so vorkommt, ja gut, dann kann man vielleicht mal ein Auge zudrücken oder zweite Mal, ja gut, okay. Aber wenn dann wirklich öfter kommt und in regelmäßigeren Abständen, dann sollte man sich wirklich fragen, ob das wirklich das Richtige ist, was man machen möchte, weil das machen die Zuschauer auch nicht ewig mit. Und da kommt jetzt zum Beispiel meine zweite Frage jetzt. Also du sagst, wenn man so ein-, zweimal eine Pause macht, ist das okay? Also ich rede jetzt von längeren Pausen. Ja. Nicht von kurzen, kleinen Pausen, sondern von längeren. Jetzt, was ist aber zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich tue regelmäßig jeden Winter für einen Monat stoppen, weil ich nämlich weiß, ich bin krank oder ich habe Durchfall oder was auch immer. Beziehungsweise, wir gehen jetzt noch von einem anderen, also das hätte auch einen Grund, dass man Let's Play stoppt. Mir fällt jetzt gerade kein sinnvoll ein, aber es gibt Gründe wie, ich bin da jedes Jahr einen Monat im Urlaub, zum Beispiel, ja. Das ist ein Grund. Was denkst du über sowas? Und hat man als Let's Player auch eine gewisse Pflicht, wirklich, dass man echt sagen muss, ich muss was machen? So eine Pflicht gegenüber den Abonnenten. Ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er da eine Pflicht, ob er darin eine Pflicht sieht. Was siehst du darin? Fakt ist, wenn man eine Regelmäßigkeit betreibt und die innehält, dann zieht das auf jeden Fall mehr Leute an. Das ist auf jeden Fall schon mal klar. Ob man das für sich selbst so machen möchte oder machen muss, ist natürlich vielleicht Geschmackssache. Ich mache das, worauf ich Lust habe. Wenn ich jetzt mal Lust habe, ein Drift-Video hochzuladen, um mit meinem Rekord anzunehmen, dann mache ich das halt, ja. Oder wenn ich halt wie in Flatout zum Beispiel da meine Stunts mache, weil mir der Rad halt aus, dann mache ich das halt. Wenn ich gerade Video mache, dann mache ich das halt. Wie gesagt, ich kann halt immer wieder sagen, was ich vorhin schon ein paar Mal gesagt habe, wenn man Dip macht, worauf man Lust hat, dann kann man davon aussehen, dass die Videos auch wirklich gut werden, dass man damit zufrieden ist, und das überträgt sich auf die Zuschauer. Und dann, denk mal, wird das nicht ganz so schlimm, als wenn man Videos hochlädt, die zwar regelmäßig kommen, aber wo man sich dann nicht langweilt fühlt. Dann mögen die Leute das natürlich auch nicht. Okay, und das jetzt aber nochmal auf meine Frage nochmal kurz bezogen hin. Ach so, ja. Also siehst du bei dir selber, sage ich jetzt mal, es ist ja auf dich bezogen jetzt, siehst du bei dir eine Pflicht gegenüber deinen Abonnenten, also eine gewisse Pflicht, dass du was machst, dass du einfach wirklich regelmäßig was hochlädst, oder sagst du dir, gut, meine Abonnenten, die kriegen mal ein Video, mal kriegen sie keins, je nachdem, wie ich mag. Ich muss echt zugeben, dass wenn jetzt mal zwei, drei Tage zwischen einem bestimmten Spiel jetzt Pause ist, da kriegt er schon ein bisschen schlechtes Gewissen, sagt, Mann, jetzt müsstest du ja mal wieder, weißt du, dann kommt dann doch wieder dieses Pflichtgefühl irgendwo durch. Bei mir ist das jedenfalls so, ob andere das so empfinden, weiß ich nicht, bei mir ist das jedenfalls so, dass ich irgendwann doch schon schlechtes Gewissen habe und dann, ja, wurde halt eine Dose Energy gesoffen, Harald Frenkel geguckt, hat gute Laune und dann setze ich mich wieder ran. Mein Problem ist gerade, ich bin momentan ja auch auf Jobsuche und mir fehlt halt das Geld für eine größere Festplatte, ich habe halt nicht so viel Platz auf der Festplatte zurzeit, deshalb muss ich immer wieder mittendrin abbrechen und immer wieder rendern. Und das frisst ja halt auch ein bisschen Zeit, ne? Also, wenn der Medien würde, 2 TB Festplatte, alles raufklatschen und dann rendern, wenn ich die Zeit dazu habe,
dann kann ich nämlich auflegen und rendern quasi gleichzeitig sozusagen. Und dann will ich auch bestimmt schaffen, mir eine größere Regelmäßigkeit drin zu kriegen. Aber wenn die Platte bloß nach 200 Gigabyte unbedingt voll ist und ich momentan keinen externen habe, um Daten abzusichern, dann ja, wird das halt ein bisschen eng. Weil jeder weiß ja, wie groß die Fraps-Dateien letzten Endes sind, wenn man sie aufgenommen hat. Da sind schon mal je nach Spiel bis zu 20, 30 Gigabyte fertig und die müssen auch erstmal rendert werden und das dauert halt wieder, ne? Also. Deswegen, Leute, ihr wisst jetzt, wenn ihr noch Leute kennt, die Let's Plays mögen, wir brauchen so um die 2, 3 Millionen Abonnenten von Christian, dann kann er hier schön Fulltime-YouTuber machen, dann muss er schon keinen Job mehr suchen, dann kann er sich eine 2-Terabyte-Platte für Also, sich du kaufen und kannst eins anfangen zu vergessen, ich arbeiten. möchte auf jeden Fall wieder an Arbeit kommen, denn ich sitze jetzt so quasi zu Hause in der Bude und du glaubst nicht, wie depressiv man dadurch werden kann. Ich möchte, kick dir draußen Wetter an, das Wetter ist bombastisch, ja, Frühling aus, ich möchte wieder im Sicherheitsbereich arbeiten, am besten Eventschutz, wie ich ursprünglich wollte, im Team. Und wenn das klappt, dann, glaub, dann wird meine Laune für die Let's Plays doch besser und dann kann ich erstmal richtig loslegen. Okay, Leute, dann guckt, dass er 2 bis 3 Millionen Abonnenten bekommt. Genau. Helft mir dabei, damit er sich Geld holen kann, um sich eine eigene Eventfirma zu gründen, damit er das selber bewachen kann. Und dann passt das. Also, ihr habt's schon Also, gehört. ja, es wird Zeit, dass wieder mal Geld in die Kasse kommt, Alter. Auf jeden Fall. Hast du Geld, komm auch die Weiber, weißt du? Von daher. Okay, der Weiber zeigt jetzt nicht so, zeigt jetzt nur. Hast du Geld, hast du auch die Weiber. Eine traurige Wahrheit, die Ja. auf eine Problematik auf dieser Welt spricht, die mir so am Hintern vorbeigeht, weil ich gerade eh meine Ruhe in dem Punkt habe. Aber das gehört jetzt nicht dazu. Ach, ich sehe schon die ganzen Frauenherzen, wie sie jetzt gebrochen sind. Ich habe keine Chance bei ihm. Ich sehe es schon kommen. Tut mir leid, meine Damen. Ich gebe auch jeder Dame, die jetzt deswegen weint, ein Taschentuch. Ja, Christian, auch du kriegst eins. Aber du wirst es nicht für andere Dinge als weinen verwenden. Ah, oh, verdammt, ich hab schon erstmal gerade meine Gummipuppe rausgeholt. Okay, dann nehme ich. Du bekommst was anderes, aber keine Ahnung was. Ja, das lassen wir uns noch überlegen. Das dürfen sich die Zuschauer jetzt ausmalen, was das Ich kann sein dir mal einen Tipp könnte. geben. Ich halte garantiert nicht hin, ne? Also ich lasse ihn halten, wenn überhaupt. Du, ich glaube, ich schicke dir schon den passenden Spezialisten dazu vorbei. Er Bitte nennt sich, glaube ich. die Spezialistin, ne? Wäre mir lieber. Nee, ich schicke dir Herrn Dr. Maso, das müsste reichen. Ach so, Dr. Sadomaso. Ah, nee. Nein, 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 der heißt nur Dr. Maso. Seinen Vornamen kennt man nicht, aber man vermutet, er beginnt mit S. Ah, okay. Vielleicht Also weißt du nicht, Schleimi Maso? eine Frau Doktor wäre mir lieber. Leider alle ausgebucht. Nee, Ey, dann schlag bitte mich keine nicht so. Kerle. Hey, die schlägt mich gerade da hinten. Lass das, noch sind wir nicht fertig. Ich sagte erst nach dem Let's Talk. Ey, ja gut, wo waren wir? Alles schon ausgebucht, wie gesagt. Warum? Keine Ahnung. Tja. Und nun? Nun, ich denke, wir sind jetzt für heute erstmal ans Ende angekommen, denn ich bin am Ende mit meinem Latein. Ich hoffe, wir Das hatten ist halbwegs einen roten natürlich Faden in dem Gespräch. einen roten Faden. Was ist das? Ich kenne nur den roten Faden meiner Socken und die sind nicht mal mehr rot. Das ist das Komische dran. Nein, das war wunderbar. Denke ich mal, es war wunderbar. Das entscheiden natürlich am Schluss die Zuschauer. Wenn sie jetzt sagen, Nils, you suck, dann hab ich irgendwas falsch gemacht. Wenn sie jetzt aber sagen, ey, ihr seid voll geil, ich kriege einen Ständer, Mann, dann haben wir auch irgendwie indirekt schon was falsch gemacht. Oder weißt du, wie ich meine? Aber ich denke, wir haben das gut über die Bühne gekriegt. Denke ich Ja. mal. Lassen wir die Zuschauer einfach Ja, entscheiden, durch ich Überfälle. bin vieles losgeworden. Finde ich gut. Eben, und wir konnten jetzt dieses Let's Talk, was sich schon seit über einer Woche, glaube ich, gezogen hat, also herausgezogen hat, ausgrund meiner privaten Gegebenheiten. Aber gut, mein Gott, ich meine, es ist ja keine Sache, wo jetzt das hier ganz groß auf jedem Werbeplakat steht, wie der 20:15 Uhr Film auf Sat.1 sehen kann. Ich keine Sau interessiert, aber jeder Deppen sich anguckt. Aber es ist ja wurscht. Wir haben es jetzt. Du bist jetzt glücklich. Ich bin happy. Und ich denke, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Ob jetzt in einem Einzelinterview oder in einer Gruppendiskussion oder Ja, in einem Gruppenkuscheln. Das sehen wir dann noch. da steht ja noch Christians Brabbelwagen an, nicht wahr? Ach, Krischans Brabbelwagen. Ja, das erinnert mich an was. Übrigens, ich konnte dem Ölef übrigens entkommen, Ah, gell? super. Ja, Bist ich. also wieder von Bremen nach Stuttgart gekommen, ja? Oh, glaub mir. Wenn Ja, du wirklich richtig Angst hast, dann wirst du zum Sonic auf das der ist noch Autobahn. ein kleiner Hinweis, also noch eine kleine Eigenwerbung, die man so machen muss. Miep, miep. Warte kurz. Werbung. Genau. Also, Gleich geht's weiter. genau, also ich möchte, ja genau, auf der Krischer LP mal auf meinen Brabbelwagen hinweisen, da fahre ich halt auch mit dem LKW durch die Gegend und möchte halt mit anderen Leuten über Gott und die Welt labern. Das sollen jetzt keine knallharten Ärzte-Interviews werden, sondern einfach nur so ein bisschen
bisschen rumgelaber, ein bisschen über Gott und die Welt reden, und wenn dann doch einige Fragen kommen sollten, ja bitteschön, lässt sich bestimmt nicht vermeiden. Aber ich spiele nun mal den Euro Truck Simulator 2 total gerne, und die Touren sind so scheiße lang, also da muss man halt irgendeinen Beifahrer dabei haben, mit dem man über sämtlichen Scheiß labern kann. Und deswegen Brabbelwagen, deswegen nicht Interviewwagen, sondern Brabbelwagen. Also, Werbung Ende. Genau. Und übrigens, wer wen es interessiert, auch euer Stardust Warrior ist in einem Brabbelwagen dabei. Ich nenne es jetzt mal so. Ja, das war so quasi die Das. Testaufnahme. Ja, genau. Also da kannst du das gerne mir den Link schicken, wenn es mal oben ist. Dann tue ich das hier gerne Ist schon ranpinnen. online. Ich habe letztens bei Skype geschrieben, lies Echt? dir mal die Videobeschreibung durch. Das War ist das schon das online. Ich Video? habe dann noch dieselbe Nacht hochgeladen. Hab ich doch gesagt. Oh Gott, ich werde vergesslich. Also, ich werde euch das an die Let's Talk-Beschreibung ranhängen. Da unten in der Beschreibung, ihr wisst es, für die, die es immer noch nicht gelernt haben, nach hunderten Malen, da unten ist die Beschreibung. Ich werde es euch nochmal zeigen. Guckt mal, jetzt habt ihr euren Bildschirm vor euch und direkt drunter unter dem Video ist so ein Button, da drückt ihr auf Mehr laden, das steht dann in der Beschreibung. Da steht mehr Ja, Anzeigen. es ist traurig, dass ich so sagen muss, aber es gibt immer noch Leute, die das nicht blicken. Da steht mehr Anzeigen, nicht mehr Laden. Ja, du weißt, was ich meine. Es gibt Leute, die blicken das bis heute nicht. Die meinen, wo ist denn die Beschreibung? Ich sehe hier nur so ein paar Ja. Sätze. Weißt du, das ist Ich traurig. sag bloß die FAQs meines Lieblings-Let's Players. Jedes Mal das gleiche. Wenn Sie Fragen haben, bitte erst in der FAQ schauen, aber Sie können es einfach nicht. Ja, das Es ist wurde schon irgendwie drei allgemein. Milliarden Mal erzählt in über 1000 Videos. Bitte erst in die FAQs, in die Videobeschreibung lesen, aber die Leute raffen es einfach nicht. Die wollen es nicht raffen oder überspringen es oder sonst was. Aber gut, das ist eine Sache. Das kommt auf jeden Fall in einem anderen Let's Talk wieder rein. Nicht in diesem, denn wir sind am Ende unserer Kraft, denn ich muss nachher auch noch dringend eine rauchen. Aber auf jeden Fall, und übrigens, kommt das gerade in den Kopf, falls sich das jetzt so angehört hat, vorher mein Satz, dass dieses Let's Talk für mich etwas erzwungen ist. Nein, also das mache ich natürlich mit voller Freude. Keine Sorge, sonst werde ich jetzt nicht voll den Ja. Let's Talk-Ständer, ja. Und wenn der Let's Talk Kein. jetzt vorbei ist, dann nimmt der Christian die Waffe von Nils seinen Kopf, und dann ist alles wieder schön. Die Waffe von meinem Kopf? Alter, pack das Ding weg und Hose zu. So viel zum Thema Also, Freundlich, so viel zum Thema. Ey, von Wedeln habe ich hier nichts gesagt. Kippe beschützt mich. Ha, ich habe die Kippe des Schutzes. So, nein. Und deswegen denke ich, hey, wenn hört ich tippen. Ha, das hab ich auf. Ich hab den Beweis im Let's Talk. Er tippt während unserer Let's Talks zu laut. Oh, Entschuldigung. Jetzt muss ich weinen. Du hast die Gefühle eines jungen Mädchens verletzt. Oh, Lassen wir das so stehen. willst du einen Keks haben? Nee, einen Hasen. Ach komm, da musst du jetzt ausnutzen. Du willst eine mitleidspositive Bewertung haben. Eine mitleidspositive Bewertung, so, weil du so Würde ich traurig nie bist. tun. Und übrigens, wenn ihr mit mir traurig seid, dann tut abthumben Wenn und schon. kommentieren und favoritisieren und Favorisieren. abonnieren. Favoritisieren ist gut. Favoritisieren. Ich bin ein kleines Mädchen, ich kann das noch nicht aussprechen. Stellt euch vor, wie ich jetzt einfach so ganz traurig in die Kamera gucke. Genau. Meinst du, es klappt? Mal schauen. Wenn es wirklich klappt, dann lache ich. Aber im positiven Sinne. Da fühle ich mich zwar wie ein scheiß Abo-Bettler, aber egal. Ach komm, wie man richtig ein Abos-Battle zeigt, ja, meiner 200. Folge, ne? Oh, wenn man wirklich richtig um Abos bettelt. Ah, nein, lieber nicht. Ich habe schon genug Hater. Die kommen alle hin. Nein, du Idiot. Gronkh liebt dich nicht. Er liebt mich. Boah, es war mal klar, dass das zum Schluss wieder Gronkh abwählen musste. Du bist ein richtiger Ja. Stalker, wisst Ey, übel, gell? ihr Ja, gut, ich komm. Ey, ich kann ohne meine tägliche Portion Gronkh nicht. Ich habe hier sogar eine Spritze. Da steht drauf Gronkh. Ah, Wie das viel kann ich nicht Milliliter durchhalten. injizierst du dir? 2 Liter pro Tag, warum? Boah, Alter, Junge. 2 Liter Gronkh am Tag muss sein, sonst bin ich voll Depri, weißt du? Ja. Ich glaube, würde wirklich so jemand wie er das sehen, ich glaube, der würde nur eine Facepalm geben, mehr nicht. Also von daher. Aber gut, lassen wir das jetzt. Auch die Gronkh-Lieberei und was weiß ich denn nicht alles. Ich wär, und wehe, wehe, irgendjemand schreibt in die Kommentare drunter, na Nils, wie geht's eigentlich deinem Schatzi Gronkh? Dann werde Das ich darfst du mir mitlachen. sagen, mein Freund. Dann werde ich mitlachen. Denn das ist lustig. Aber gut, lassen wir das jetzt. Ich denke, ich habe jetzt genug Hater mir zugezogen.
die jetzt alle mich nicht mehr mögen, weil sie meinen, er liebt sie und nicht mich. Ich wünschte, ich hätte auch ein paar Hater, die ich so ein bisschen sarkastisch runtermachen kann. Ich beneide alle großen YouTuber, die ständig Hater haben und diese mit irgendwelchen sarkastischen Sprüchen in ihre Schranken zurechtweisen. Da bin ich echt neidisch drauf. Ich würde das auch können, aber ich möchte mich nicht an fremden Hatern aufgeilen. Ne? Also jedem seine eigenen Hater. Oh ja, jetzt hatte ich gerade schon wieder einen schönen Hater-Stand. Oh. Ach was, so ein bisschen, die Hater ein bisschen leicht auf die Schippe nehmen. Mein Gott, da sagt niemand was, solange es allgemein ist, weißt du. Ist doch jetzt auch wurscht. Ich denke, jetzt beenden wir es wirklich, denn ich, ja, denke, wir sind am Ende dieser Episode angekommen. Von irgend so einem komischen Typen, der mit anderen Leuten redet. So. Ich weiß nicht, wie der heißt. Irgendwas mit S fängt der an, aber keine Ahnung, du. Gut, dann würde ich sagen, Leute, das war's jetzt wirklich für heute. Wir bedanken uns wirklich bei euch fürs Zuhören. Vor allem diejenigen, die bis jetzt durchgehalten haben, meinen größten Respekt. Wie gesagt, ich schaff's persönlich nicht, meine Let's Talks komplett anzugucken. Ich schaffe es nicht. Ich schalte nach einer Viertel bis halben Stunde ab, aber das liegt nicht daran, weil ich es scheiße finde, sondern weil ich das ist einfach eigentlich nicht so meine Art zum Anhören, komischerweise. Bei anderen kann ich es anhören, aber bei mir selber irgendwie nicht. Ich habe keine Ahnung, warum. Ist irgendwie ganz komisch. Dabei mag ich meine Videos eigentlich. Naja, gut. Meine psychischen YouTube-Probleme haben hier nichts zu suchen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, ich denke, wir hören uns auf jeden Fall wieder bei Let's Play Mega Man 5 zu diesem Zeitpunkt oder auch schon in einem anderen Projekt. Und bei dir, Christian, wo hören wir dich jetzt als nächstes so angenommen? Wisst ihr noch nicht, wo ich jetzt landen werde, ob irgendjemand mit mir sprechen möchte. Und wenn, dann auf jeden Fall im Brabbel fragen. Also ich sag, die Leute brauchen mich bloß per YouTube und meinen Hauptkanal einfach eine PN schicken mit Brabbelwagen. Dann weiß ich Bescheid, ob sie reden wollen oder nicht. Dann schreibt alle hin, Ölef möchte im Brabbel wirken mit Fern. Schreibt es alle eine PN an ihn und dann weiß er schon, wer da nochmal dabei sein will. Gut. Wenn jetzt wirklich ein paar Leute das machen würden, dann würde ich mich voll verantwortlich fühlen und gut. Ja, das wäre echt schön, wenn mal ein paar Leute kommen. Das stellt mir richtig unterhaltsam vor. Eben. Also deswegen, Leute, wenn ihr Lust habt, ihr könnt euch bei ihm melden. Ihr dürft euch natürlich auch bei mir melden. Es ist ja immer mein Let's Talk, also darf ich auch Eigenwerbung machen. Ohne dabei die Blicke von bösen Menschen anzusehen. Und Christian guckt mir nicht so böse an. Es ist nur Eigenwerbung. Er verletzt schon wieder die Gefühle des kleinen Mädchens. Oh, armer Stardust Warriorin 33. Warriorin, genau. Stardust Warriorin. Und irgendwie so. Mein Gott, das hört sich an wie der Crown Corp. Ey, wie ich lustig finde? Du hast jetzt schon bestimmt. Du hast jetzt bestimmt schon dreimal verabschiedet und trotzdem haben wir noch zu labern. Ich kann's nicht. Es ist ein innerer Zwang. Ich muss am Ende Müll reden, sonst fühle ich mich schlecht. Ja, wie gesagt, das war, was ich vorhin meinte. Einfach du selbst sein. Entweder du mögen es oder nicht. Basta. Ich muss es tun, sonst denken meine Leute noch, dass ich nicht der echte Stardust Warrior bin, sondern der Fake Stardust Warrior 33. Aber gut. Nein, jetzt ist Schluss. Sonst kommt mich heute echt nicht mehr aufs... zum Rauchen. Dann deswegen, Leute, danke fürs Zuschauen. Und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal, euer Stardust Warrior 33 und euer Zocker Christian. Auf Wiedersehen. Tschüssi.